Hi Leute und willkommen zurück zu Pokémon Karmesin. Ja, im letzten Part, ja, die erste Basis hier auseinandergenommen. Und möchte uns hier noch ein bisschen umsehen. Können wir noch mit den Leuten reden hier? Kommt schon irgendwann zurück. Aha. Und man kann eine Automatenwolke gerade nicht benutzen. Ich sehe da unten aber auch nichts, ne? Hier ist nichts. Nö. In die Zelte oder so rein? Auch nicht. Ah, ihr habt eure Mopeks. Tuned? Sieht zumindest danach aus. Ich sehe auch gar nichts, ne, an Items. Habt ihr echt hier nichts hingepackt? Aus. Warum ist hier einfach gar nichts? Das wird echt ein armes Team. Jetzt bin ich, glaube ich, einmal im Kreis gelaufen. Ja, hier kann man doch her jetzt, oder nicht? Doch, 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 genau, wir sind hier reingekommen. Dann versuche ich mal auf der anderen Seite wieder rauszugehen, da ich jetzt gemerkt habe, dass hier einfach gar nichts ist. Da können hier links raus oder da hinten. Ich gehe mal da hinten lang. Boah, das wäre einfach zu lang, ne? Einfach viel zu lang. Da hinten können wir im Kreis laufen. Ich habe jetzt ein paar Items erwartet, die wir uns hier jetzt schnappen können im Nachhinein. Komm ich hoch? Nö. Oh wow, wir haben doch ein Item. Ich bin begeistert. Zugabe. Okay, das war's dann auch schon. Ja, dann gehen wir jetzt da rechts raus und dann haben wir es auch. Da hinten gucke ich jetzt nicht noch nach, nachdem hier schon nichts ist. Restliche Zone 1. Hi. Das Barkade gehört zu einem Versteck von Team Star. Die sind gefährlich, also kämpf lieber mit mir. Okay. Das macht keinen Sinn. Matthias. Definitiv macht das keinen Sinn. Yeah.
Okay, du bist wirklich ungefährlich. Dann tauschen wir auch mal. Das kriegst selbst du kaputt. Wobei Flatutu auch so ein halbes. Ja. Halbes Carpador ist. Dass wir jetzt angreifen kann. So, Psy-Strahl. Ja. Picuda. Ne, bleib einfach drin. Sogar mal überlebt. Der trifft bestimmt 5 mal, ne? Na ja, gut. Es mussten 4 sein. Konfusion, das reicht. Ja, hast du noch eins? Ich konnte dich mit meiner lässigen Einladung zum Kampf wohl nicht an der Nase rumführen. Nee, du hast ja gesagt, dass du nichts drauf hast. So, aber ich möchte dich nochmal wieder wegnehmen. Oh, passt. Da ist doch irgendwas, was ich gerne hätte. Gerade noch nicht so aus. Hm. Ah, das hier. Steinknochen. Aha. So, einmal heim bitte. Ja, ich habe das kleine Vieh schon gesehen. Boah, es leckt. So. So, Gespenstmonster. Hm. Hi. Nein, nicht du, Meryl. Garafosa City ist auch als Stadt des Wassers bekannt. Du kannst dir sicher denken, weshalb. Nein. Ich weiß gar nicht, wo ihr drauf kommt. Wenn ihr schon am Meer seid. Das Familie in dieser Stadt hat einen ausgesprochen guten Ruf. Ja, das hat sicher damit zu tun, dass hauptsächlich frische Zutaten direkt aus Puerto Marinero verwendet werden. Hm. Das ist echt ein Fahrstuhl. Oh. Sorry, ich wollte noch nicht runter. Nope, ich gehe wieder hoch. Jetzt erstmal hier oben umgucken. Komm, sind Sie hier, um zu speisen? Nein. Einfach nein. So. Was haben wir hier so? Haben wir hier eine Boutique oder so? Vielleicht mal andere Klamotten anziehen. Brillen. Gibt es hier wirklich nur Brillen? Die Rosen passen noch ganz gut. So, aber ich will eigentlich keine. Einfach weggehen. Andere Rucksäcke. Krieg ich hier das Evoli-Ding? Ich will es mir kaufen. Rücken. Leider Rucksack. Weiß. Rot sieht das gar nicht so schlecht aus.
Schön, das alles nur alleine im Rucksack. In allen möglichen Farben. Mimese. Aha, das soll Mimese sein? Keine Ahnung, was das für eine Farbe sein soll. B und C. Nö. Ich gehe einfach. So, das sind Hüte. Kann ich irgendwie den Hut wieder loswerden? Ich habe alles von Hüten über Münzen, Mützen. So, Beanie. Schwarz. Wow, wie hässlich. Schirmmütze. Nee. Anglerhut. Nö. Ist alles, was ihr habt? Wow, ist traurig. Ja, wir sind fertig. Ich geh einfach. Noch höher? Oh shit. Solange ich noch jung bin. Ja. Solange ich jung bin, möchte ich bis zum Abwinken reisen und Fotos knipsen. Als Omi schaue ich mir dann meine Fotoalben an. Okay, danke, der gute alte Zeit. Ach ja, die gute alte Zeit. So, was haben wir oben? Eigentlich wollte ich ja noch hier unten umgucken, aber okay. So, was haben wir hier? Essen. Was sind das hier genau? Haare? Keine Ahnung. Oh, ich will jetzt zum Friseur. Ich will diesen Hut loswerden. Das ist doch alles, was ich möchte. Wie wird man die Hüte wieder los? Ernsthaft. So sucht man sich überhaupt eine Frisur aus, wenn man nichts davon sieht. So. Was gibt's hier? Nochmal Rucksäcke? Luxus-Strumpfhosen. Aha, Strumpfhosen gibt's hier. Luxus, 10.000, wow. Schwarz. Mit Punkten. Nee, danke. Ist einfach fake. So. Ist irgendwas. Oh, warte, hier ist der nächste Arena. Ich wollte jetzt eigentlich keine Katzen triggern, aber okay. Mein lieber Charlie, ich bin schon viel zu spät dran. Oh, das war ein Typ. Moment, warten Sie, Senior Combo. Oh, weg ist der. Aber hat er doch das hier vergessen. Du, random Person auf der Straße, gib ihm das. Entschuldige, aber hast du. Du bist doch sicher hier, um einen anderen Redner herauszufahren, oder? Ja. Das dachte ich mir. Der große Mann gerade eben war, der hieß Gary Letter Combo. Der ist mir vielleicht einer. Gerade ist er los, um auf den Markt einzukaufen und hat seine Geldpresse hier vergessen. Das wird ihm sicher noch Problem bereiten. Weißt du, freundlich? Vielleicht freundlich? Und würdest du ihm sein Geldpresse bringen? Klar. Nett von dir, vielen Dank. Dafür würde ich dir am liebsten gleich hier den Gary Letter aufnehmen. Verlass mich auf dich. Und du kannst nicht selber hinterhergehen? Weil? Deine Sonne zustellen würde. Achso. Deine Sonne zustellen würde ich dann auch direkt als Einerprüfung gelten lassen. Combo hat sich nach Puerto Marinedo aufgemacht. Das ist jenseits der Wüste. Im Westen. Oh, aber pass gut auf dich auf. Hier ist. In der Wüste soll es viele Pokémon geben. Toll. Was ist das denn? Was ist das für eine Prüfung? Hier sind scheiß Geldbeutel wieder. Was zum Henker? So. Ich kann irgendwas hier machen. Außer was zu essen zu kaufen. So, ist hier was Cooles? Mopex? Sigurite. Aha. Fingerlose Handschuhe. So.
glaube, wir machen uns irgendwann ein rotes Outfit. Das klingt so schlecht aus. Pink. Das sieht auch gar nicht so schlecht aus. So. Aber ich will... Wieso gibt es nicht einen Laden, wo ich alles kaufen kann? Ernsthaft? Warum muss ich in 20 Läden reinrennen? Und nirgendwo gibt es Klamotten. Achso. Sie ist gerade hochgefahren. Hier sind Klamotten, oder? Sieht zumindest danach aus. T&R. Knöchelsocken. Wieso denn Socken? Schwarz. Aha. Wozu gibt es Strumpfhosen, wenn ich hier genau das gleiche für weniger Geld kriege? Nur noch mehr in irgendwie Farben. Naja, gut. Schön ist das aber auch nicht. Oh Mann. Dann gibt es wieder nur noch mehr Strumpfhosen oder nur Socken? So. Dass er so lange laden muss hier immer für die ganzen. Er lädt immer den Charakter neu statt nur die Socken. Kann mir gar nicht vorstellen. Hier, Pink. So, was haben wir hier? Gestreifte. Oh Gott. Minzgrün und Grün. Aha. Weiß. Naja, mit Sternen, aber steht nicht frei. Doch, mit Sternen muss er. Okay. Bunte Knöchelsocken, ah. Okay. Und andere Farben. Mit Rüschchen. Oh, süß. So. Strumpfhosen. Aha. Aber auch nicht so teuer. Ja, können wir auch im Rosa nehmen. Orange. Sieht orange aus. Boah, passt ja fast zur Hose. Ich muss komplett pink einfärben. Tatsache, ist alles das gleiche Pink. Braun. Okay. Wir gehen erstmal. Aber wieso bin ich denn gezwungen, diese Klamotten zu tragen? Ich verstehe das nicht. So, was gibt's hier? Fotobeutel. Oh. Andere Items, Pokebälle, Handyhüllen. Ah, nö, wir gehen. So, okay. Dann sind wir jetzt doch ganz unten. So, ich kann uns noch Schuhe kaufen. Sieht aus wie ein Fressstand. Es gibt nur Fressstände. Sinnlose Klamotten, wirklich sinnlose. Kaffee. Oh, coole Arena. So. Dann können wir unsere Pokémon nochmal heilen. Brauchen wir überhaupt Heilung? Nö. Oh, cooles Enteron. So, das hier ist. Was? Schon wieder irgendwas zu futtern. Futtern. Noch mehr Zeug. Das gibt's doch nicht. Hm. Okay, jetzt glaube ich, habe ich so ziemlich die ganze Stadt abgegrast und es sind einfach keine Klamotten. Muss ich echt die ganze Zeit mit der Hose und dem Hemd rumlaufen? Und dem Hut? Ernsthaft? Kann ich es nicht irgendwie ablegen? Hm. Sieht auch irgendwie ein bisschen billig aus, wie künstlich angelegt, ne?
mit dem Wasser. So, da hinten haben wir noch einen fetten Wasserfall. Oh. Alles künstlich angelegt, wow. Oh, warte, soll ich die Wüste gehen, haben sie gesagt. Bin ich hier wohl ganz richtig. Ja. Hast du mir was zu erzählen? Ja. Hör doch mal hin, du liegst hier in der Wüste. Bevor du das hinaufbrichst, solltest du dich aber besser ordentlich verbrennen. Ja, passt schon. Wurzelwüste. Okay. Wir werden hier auf jeden Fall ein paar Pokémon fangen. Hör auf, mich anzugreifen. Ich gehe erstmal wieder in Sicherheit. Und ja. Dann mal gucken, ob wir hier gut durchkommen. Glaube ich. Irgendwann mal die Klamotten loswerde. Ich habe keine Ahnung. Gut, wir beenden aber erstmal hier den Part und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.